Guten Tag und willkommen zu dieser Folge von Get Tribbled. Wir werden heute Get Down und Jump Down spielen. Ich weiß nicht, wo der Unterschied ist. Also ich weiß den Unterschied, aber ich weiß nicht, welcher Modus welcher ist. Der eine Modus von beiden ist ja so, dass du Coins sammelst und am Ende gibt es einen Fight und beim anderen sammelst du Punkte und gewinnst dann halt ohne Fight. Und ich suche jetzt eher den mit Fight. Und oh, das Voting ist schon zu Ende. Und wir werden jetzt einfach hoffen, dass es der Mid-Fight wird. Leider habe ich, in der letzten Folge stand ja, am Ende Fortsetzung folgt. Aber es folgt gar keine Fortsetzung, weil ich, schlauer Kerl, das Videomaterial gelöscht habe. Folglich gibt es keine Fortsetzung. Ich glaube, also wenn wir hier Laternen entdecken, dann ist es der richtige Modus. Und da hier keine Laternen spawnen, jetzt wurden wir gekillt. Da hier keine Laternen spawnen, ist es, glaube ich, der falsche. Also muss ich Get Down spielen, wenn ich so wenn ich mit PvP-Part spielen will. Okay, springen wir mal darüber. Lol, Leute. Das ist ja eine rutschfeste Unterfläche. Scheiße. Meine Videos sind so schlecht. Okay, Leute. bei Get Down, da springe ich immer nur auf diese Laternen, anstatt einfach runterzukommen, weil die Laternen bringen einem viel mehr. Weil entweder du versuchst halt runterzukommen und kriegst im Endeffekt, wenn es gut läuft, vielleicht dann einen Sieg, keine Ahnung, wie viele Coins es sind. Aber es reicht ja auch nicht für eine gescheite Rüssi. Und wenn du einfach die ganze Zeit Laternen dir snackst, letztes Mal, da habe ich dauernd Laternen gesnackt, da konnte ich mir Full Dia leisten. Und dann auch noch Dia-Schwert dazu. Heiltränke. Hab dann trotzdem verkackt wegen meinen schlechten PvP-Skills. Die Map ist sehr schön fürs Laternenfarmen. Also die Laternen sind die Dinger da. Normalerweise geht es ein bisschen besser mit Laternen. Aber hier, Alter, Leute. Sexual prank goes wrong. Was ist da los? Und da noch der nächste. Zack. Hey, lol, warum kriege ich nichts? Also ich muss schon ehrlich sagen, Revinzeit, super programmiert, Leute. So, ja, jetzt haben wir das Richtige. 300 Coins haben wir. Dir, Rüssi. Was kostet der ganze Spaß? 140, nice. So, was kostet das? 100. Ja, 250. So viel Geld muss sein, Leute. Fadenkreuz. Ja, das ist die 1.9. Ach, das haben sie mit schwulen Tools rausgefixt. Nein! Ja, der Kerl hat's überlebt, der da unten. Hä? Ach so, mit einmal bist du schon raus? Ist ja richtig gay. Oh nein! Jump Boost. Das ist ja so unlucky. Das hätte ich mir ja nie erwünscht. Jump Boost ist ja so eine schlimme Bestrafung. Bitte hört auf damit, Revinzeit-Surfer-Team. Zack! Die nächste Coins und die da. Snack ich mir auch noch. Hat er sich. Hättest du das nicht gemacht, dann hätte ich auch noch den Block bekommen. Drecksviecher, Alter. Die nächste Map, it's me, Mario. Man hätte es jetzt auch Mario nennen können, aber es wäre ja nicht cool genug für eine Chance gewinnen zu halt. Und vergessen, dass hier der 48 Coins Block wartet. Zack! Weg mit dir. Meine Coins. Bam! Ich bin nämlich nicht der einzige Noob, der ganz genau weiß, wie er hier an die Coins kommt. Bam, Alter. Jetzt rasiere ich hier die Coins weg, Alter. Leute, es tut mir leid, wenn meine Einspieler mit den höllischen Einspielern ein bisschen vernachlässigt werden. Aber ich muss mich halt noch dran gewöhnen. Und oft weiß ich auch nicht, in welcher Situation es jetzt passend ist, welche zu benutzen. So. Und jetzt gibt's Geldregen, Alter. Jetzt gibt's Geldregen. So, diesmal haben wir 680. Die dieses Jahr ganz schön fett ausfallen. Gerade hatten wir 300 und jetzt 700. Bitches, Alter. You ain't fuck with me. Zack. Zack. Ganz wichtig. Zack. Pow. Unglaublich, aber wahr. Full Dia Eisenschwert, Leute. Krasser
geht's nicht. So, der Kerl da, der Wichser, der sich da reinkämmt, der wird jetzt von mir gefickt. Na, hast dich mit dem Triple angelegt? Ja, würde ich auch bedauern, wenn ich du wäre. Da kämpft zwei. Da renne ich jetzt hin. Ich weiß nicht, ob es Regeneration gibt. Die Teamen! Die Teamen, genau! Ey, das ist doch räudig. Hier, ich... Teams verboten, wisst ihr aber. Nein, 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 nein! Ich schreib doch gerade, du Wichskind! Junge, sei! Ey, ich hab grad geschrieben, Mungo. Digga. Ja, Report, sie zeigt gut gemacht. Zocke Pixel Gliders. Nie gespielt. Was ist Pixel Gliders? Pixel Gliders. Oh, lol. Ich dachte jetzt, es wäre ein geschlossener Premium. Worum geht's hier? Nein! Nein! Das ist ja Horny Pony, Alter. Mit der Elytra. Ach so, man muss ja nochmal drücken. Ich muss doch in den Ring fliegen. Idioten. Ich glaube, ich muss durchfliegen. Das ist die hart und hornige Variante dieses Spielmodus. Ey, wenn wir das jetzt schaffen, Leute. Ich feiere mich des Todes. Komm weiter. Ja. Ja, bitte. Ja, bitte, bitte, bitte. Ja! Alter. Ja. Ich stelle mich doch da in dieses ganz kleine Ding rein, Alter. Oh, fuck. Ja, jetzt wird es mal ein bisschen strategischer hier. Jetzt besteht nicht mehr die einzige Schwierigkeit des Modus, darin überhaupt pünktlich durchzukommen. Ja, nice. Jetzt habe ich ja richtig verkackt. Mit Bob Marley. Da kam so Musik. Und ich bin ja eher so ein Kerl, der Reggae recht fresh findet. Nice! Ey, yo, Nebel, fucking nice, Digga, weißt du, was das heißt? Ja, Leute, wir pranken. Du hast etwas übersprungen. Oh. Hey, wie willst du das denn bitte schaffen? Yeah, Alter, so zisch ich da durch. Ich fühle mich wie in Hogwarts. Seid ihr Harry Potter-Fans? Ich finde Harry Potter richtig lame und scheiße. Ich bin ein großer Fantasy-Fan und mag auch Herr der Ringe sehr. Aber Harry Potter fand ich schon immer gay. Der ist auch so ein schwuler kleiner Zauberlehrling. Der sich mit Voldemort vergnügt. Oh ja. Das ist Entertaining hier beim Triple. Hopp, 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 hopp. Nice. Ey, wenn ich das... Das schaffe ich easy. Easy, Alter. Bam! Buff dich. Buff dich, Junge. Ich muss sagen, am Anfang... Zum Eingewöhnen war es recht unfair. Muss ich ehrlich so sagen. Unfair. Aber dann wird es immer angenehmer. Und mittlerweile kriegst du map-technisch was zu sehen. Zum Beispiel dieses Schiff hier. Das finde ich sehr fresh. Ich finde auch diese grünen Partikel, die sollen dir scheinbar den Weg weisen. Finde ich total irreführend und scheiße. Die nerven mich nur. Die sind nur so grün, weil heute der International Day of Weed ist. Wir können ja mal sagen, was in die Kommentare schreiben, was ihr so von bewusstseinserweiternden Stoffen haltet. Ich bin da ja immer so ein bisschen chilliger drauf. Hab schon so einen, oder? Nein, Leute. Ich habe natürlich Vorbildsfunktion und bin total clean. Ey, wir haben es geschafft, Leute, Leute, Leute. BAM! Buff die Junge! Oh, scheiße. Das nach oben, das war echt schwierig. Hopp. Der war jetzt wieder ein bisschen zu easy. Alter, jetzt bin ich gerade im Flow drin. Zack. Nein, 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 nein. Oh, fuck. Nein. Das ist aber auch schwierig, das Finale. Ach, das Spiel endet jetzt gleich. Okay, Leute, ich bin positiv angetan. GG. Das ist wirklich mal ein Modus, okay, zugegeben, auf den wäre ich auch gekommen. Der ist jetzt nicht besonders kreativ, aber er macht Spaß. Und ich finde es auch schön, dass sie
Obwohl sie in ihren Spielmodis hier die 1.9 ausschalten, dadurch, dass sie den Clickspeed umstellen. Kannst du nämlich machen. Finde ich es gut, dass sie auch Elemente wie die Elytra von der 1.9 hier einbauen. Und deshalb kriegt es hier eine 2 minus von mir. So. Leute, viel zu viel habe ich getalkt. Ihr seht nochmal meinen freshen Birky-Kopf, weil Birky der beste YouTuber ist. Aber nun endet die Folge. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Es war jetzt ein bisschen schneller produziert als sonst und ich glaube, der Schnitt war auch nicht allzu aufwendig. Aber es ist natürlich dennoch eine begeisternde Folge voller Tribbeligkeit geworden. Yeah, oh mein Gott. Wir sehen uns am nächsten Triple Thursday oder Fallout Friday. Bis dahin, ciao. Thank you.